Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Herzlichen Dank an die Ausschussmitglieder. Ich spreche heute zu Ihnen als Vertreter des Chaos Computer Clubs, einer Hackerinnenvereinigung, die hier seit mehreren Jahrzehnten in der Bundesrepublik Deutschland ihr Unwesen treibt. Wir machen sowas wie die Staatstrojaner analysieren oder die Bundestagswahlsysteme hacken. Aber wir melden die Schwachstellen immer, um auf die IT-Sicherheit hinwirken zu können. Daher kenne ich auch den Herrn Köhn, dem ich natürlich auch herzlich nochmal zum Geburtstag gratulieren möchte heute. Wenn wir uns die Digitalisierung in Deutschland anschauen, dann haben wir hier einfach mit dem Schlechtesten aus beiden Welten zu tun. Wir kommen kaum in Genuss der Vorteile. Ja, wir können ein Impfsystem nicht koordinieren. Wir können die Zusammenarbeit der Gesundheitsämter nicht koordinieren. Wir können noch nicht mal eine Remote-Anbindung von Sachverständigen im Innenausschuss herstellen, ohne Probleme zu haben. Aber ohne diese Vorteile überhaupt zu haben der Digitalisierung, haben wir alle Nachteile am laufenden Band. Die Kundendaten landen die ganze Zeit online, die Ransomware rasiert seit Jahren durch die Unternehmen und unsichere Produkte ohne Updates sind frei verkäuflich und niemand tut etwas dagegen. Für die Bundesrepublik Deutschland geht die gesamte Rechnung der Digitalisierung nicht auf. Wir bremsen uns selbst und die Zukunft dieses Landes, weil wir nicht kompromisslos für IT-Sicherheit eintreten. Wir brauchen Mut, Sicherheit und Leuchtturmprojekte. Und das Letzte, was wir brauchen, sind Kompromisse oder Bürokratie. Wir tun ja so ein bisschen so, als wäre IT-Sicherheit irgendwie mysteriös. Wir wundern uns, wo die ganze IT-Unsicherheit herkommt und tun so, als könnte man da nichts machen. Aber alle praktisch relevanten Probleme der IT-Sicherheit sind theoretisch längst gelöst. Es gibt nicht irgendwelche Herausforderungen, wo wir nicht wissen, wie wir die bewältigen sollen. Dieses Wissen wird aber nicht umgesetzt und deswegen ist die praktische IT-Sicherheit ein einziges Desaster. Und wenn es irgendwo ein bisschen brennt, dann braucht man eine Feuerwehr, das ist absolut richtig. Aber wenn es überall brennt, dann braucht man Brandschutz und das wäre eine solide Basis. Ja, eine solide Basis für die Bundesrepublik Deutschland, der Bürgerinnen, Wirtschaft und so weiter vertrauen können, insbesondere in der Infrastruktur. Was soll man aber machen, wenn das BMI überall rumrennt und Feuer legt? Wir haben die Ausweitung zur Befugnis des Einsatzes von Staatstrojaner. Wir haben die Messenger-Überwachung auf Inhalte. Der BND soll Kommunikationsnetzwerke hacken dürfen. Die CITES wird unterhalten, eine eigene Behörde zur Schwächung von IT-Sicherheit. Und demgegenüber steht das arme kleine BSI allein auf weiter Flur und muss hinterherfegen und unterliegt auch noch der gleichen Dienstherrin, dem BMI. Statt IT-Sicherheit zu gestalten, muss das BSI IT-Unsicherheit verwalten. Und jetzt soll es auch noch Schwachstellen geheim halten dürfen. Und somit verlieren wir dann die halbwegs vertrauenswürdige Institution, die einzige halbwegs vertrauenswürdige Institution, die wir in dem Bereich hatten. Das ist ein herber Verlust für die Bürgerinnen. IT-Unsicherheit ist und bleibt in Deutschland auch viele Jahre nach dem ersten IT-Sicherheitsgesetz ein Marktvorteil. Wir als Chaos Computer Club fordern seit langem eine Produkthaftung. Wir verlangen Mindesthaltbarkeitsdaten, also Update-Pflicht als Markteintrittsvoraussetzung. Stattdessen bekommen wir jetzt ein freiwilliges IT-Sicherheitskennzeichen, bei dem die Erfüllung der Anforderungen noch nicht einmal geprüft wird. Das ist wirklich einfach nur eine Wirtschaftsförderungsmaßnahme. Ich finde das halbwegs in Ordnung, dass das BSI jetzt auch langsam etwas machen darf, was ich seit vielen Jahrzehnten mache, nämlich Portscans. Wenn noch irgendwas am Netz hängt, was so klapprig ist, dass ein Portscan nicht standhält, dann ist das ganz gut, wenn da jemand vorbeikommt. Das ist aber eine völlig irrige Annahme, dass das BSI da schneller als Angreiferinnen vorbeikommen würde. Die prüfen nämlich nicht nur auf Schwachstellen, sondern nutzen sie direkt auch noch aus. Das mit den Portscans habe ich früher auch gemacht. Da habe ich übrigens leide ich seit vielen Jahren unter dem Hacker-Paragraphen, dessen Revision Sie ja inzwischen vielleicht mal in Angriff nehmen könnten, wenn selbst das BSI nun solche Tools nutzen soll. Ich würde allerdings empfehlen, auf eine Reihe seriöser oder zwielichtiger Anbieter zurückzugreifen, die solche Portscans im Stundenabstand machen und die Ergebnisse online kostenlos bereitstellen oder auch mit Analysefunktionen versehen. Was mich sehr ärgert, ist, dass in einem IT-Sicherheitsgesetz von überwiegenden Sicherheitsinteressen die Rede ist, die das BSI daran hindern sollen, das Wissen über Schwachstellen an Betroffene weiterzugeben. Wie Sie wissen, die sind auch im Gesetzesentwurf erwähnt, gehen die größten Angriffsschäden auf das Geheimhalten von Schwachstellen durch staatliche Stellen zurück. Und das BSI sollte unter keinen Umständen jemals berechtigt sein, bei Kenntnis von Schwachstellen irgendetwas anderes zu tun, als die Betroffenen zu informieren, auf eine
eine Beseitigung der Schwachstellen hinzuarbeiten und zu gegebenem Zeitpunkt die Öffentlichkeit zu warnen. Wir machen im CCC seit vielen Jahren Vulnerability Disclosure und wir werden uns jetzt in Zukunft überlegen müssen, ob wir noch Leute mit gutem Gewissen zum BSI schicken können. Die Maßnahmen zur Entfernung von Schadsoftware, da haben andere sich schon zu geäußert, insgesamt wünschenswert, aber das ist ein schwerwiegender Eingriff mit hohem Risiko. Den kann man nicht mal eben auf einer halben Seite hinschreiben. Das haben ja auch andere Sachverständige hier schon klar erklärt. Das Ergebnis ist, Schadsoftware ist nicht eng definiert, Information ist zu weit definiert, das Missbrauchspotenzial ist enorm und dem Schutzziel hier unangemessen. Da erwarte ich einige Ausnutzung dieser Paragraphen, die nicht im Interesse und auch nicht im Sinne derer sind, die das Gesetz so formuliert haben. Zur Beteiligung wurde auch viel gesagt. Ich freue mich, dass Herr Professor Gerditz Ihnen Mut gemacht hat, auch wenn die Notifikationsstillhaltefrist am 18.03. endet, vielleicht trotzdem an diesem Gesetz noch nachzubessern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, Herr Neumann, vielen herzlichen Dank. Ja, kann ja Ihr Statement bezüglich der Impfgeschwindigkeit und der Vorteile der Digitalisierung teilen. Allerdings nicht teilen kann ich Ihren Einwand, dass man die Schwachstellen der Digitalisierung am Bundestagsanhörungen bezüglich der heutigen Sitzung sehen kann. Es ist die einzige Sitzung, bei der uns am Anfang dieses Einwählen nicht gelungen ist. Bis jetzt läuft es störungsfrei bei der Bild- und Tonübertragung, zumindest das, von unserer Seite. Das freut mich sehr für Sie. Das freut mich sehr für Sie. Der Eindruck entsteht, wir wären hier in einem desolaten Anhörungszustand, dem ist mitnichten der Fall. Ja, vielen Dank. Ich versuche mich kurz zu fassen. Die Fragen waren einmal danach, ob und wie der Staat seiner Schutzverantwortung nachkommt und dann nochmal spezifisch auf die sogenannten Crypto-Wars. Ich würde jetzt mal so das Bild eines kleinen mittelständischen Unternehmens in den Raum werfen. Das kauft einfach ein bisschen IT und steht dann mit dem Krempel allein da. Und da hat auch noch nie jemand bei geholfen. Und genau da muss eigentlich IT-Sicherheit proaktiv ansetzen, Problemklassen eliminieren durch Prävention, Detektion und Wiederherstellungskapazitäten. IT-Sicherheit besteht nicht darin, nicht gehackt zu werden, sondern auch im Fall eines Hacks darauf adäquat reagieren zu können. Große Unternehmen schaffen das, weil sie es sich leisten können. Die haben dieses Problemfeld in ihrem Organigramm anerkannt und haben die Verantwortlichkeit dafür geschaffen. Der Staat muss dafür sorgen, dass Sicherheit aber weniger kostet und selbstverständlich wird, weil die kleinen Unternehmen und die Bürgerinnen und Bürger, die stehen eben mit dem Krempel alleine da. Und um das zu machen, das ist ja etwas, was ich auch beruflich versuche. Ich mache meinen Job ja auch nicht als ewiger Pentester und Strategieberater, um nicht auf eine Erhöhung der IT-Sicherheit hinzuwirken, sondern weil ich mehr IT-Sicherheit irgendwie besser finde. Das ist so eine ästhetische Frage bei mir. So, wenn Sie das machen wollen, dann brauchen Sie eine Strategie. Und der Herr Herpig hat da ja mal ein Schaubild gemacht. Ich glaube nicht, dass er das selber erklären kann. Und ich glaube auch nicht, dass das BMI oder die Bundesregierung das erklären kann. Das ist eine Wandtapete der Interessenkonflikte, der Verantwortungsdiffusion und der ungenutzten Konsolidierungspotenziale. Da ist eine Strategie nicht zu erkennen. Und die brauchen wir. Und diese Strategie braucht konkrete und kompromisslose Maßnahmen zur Erhöhung von IT-Sicherheit. Dafür brauchen wir eine sichere Basis, die muss regelmäßig auditiert werden und sie muss auch der Dynamik Rechnung getragen werden, was Herr Arzt ja schon sagte. Stattdessen bekommen wir jetzt ein freiwilliges Sicherheitskennzeichen. Meldepflicht wurde auch schon ausgeführt. Schwachstellen kennen kein Gut und kein Böse, aber Böse kennen Schwachstellen und deswegen müssen Schwachstellen abgebaut werden. So, es hilft nicht, die geheim zu halten. Das muss kompromisslos vorangetrieben werden. Und IT-Sicherheit muss gefördert werden, statt sie durch Bürokratie auszubremsen. Ja, ich habe das ja schon gesagt mit den Unternehmen. Die großen Unternehmen können das machen, aber jede Bürokratie, insbesondere wenn es eine von außen ist, kostet Ressourcen, die besser in eine sichere Basis investiert werden kann. Die Unternehmen wollen ja selbst IT-Sicherheit haben. Es ist ja nicht so, als müsste man denen sagen, ey, Unternehmen, macht mal sicher hier. Die wollen das ja auch, aber die kriegen es nicht. Und große Unternehmen müssen das, wie gesagt, um ihrer eigenen Komplexität gerecht zu werden, tun. Ich sehe da keinen Bedarf von Seiten des BSI, da noch bei zu helfen. Es sind die Kleinen, es sind die Hidden Champions, die allein und hilflos auf weiter Flur stehen. Und denen hilft man nur, wenn man eine sichere Basis schafft. So, wie schafft man eine sichere Basis? Zum Beispiel einen Pool von auditierter Open Source Software angehen. Bereitstellung von Ressourcen, eine Organisation dafür, dass das gefördert wird und dann eben eine unbürokratische und dauerhafte Förderung von Entwicklungsprojekten. Es gibt viele Sicherheitsprojekte.
Tools, Sicherheitsansätze, die jedes Unternehmen sehr gut gebrauchen kann. Gleichzeitig, um der Dynamik der IT-Sicherheit Rechnung zu tragen, muss man selber prüfen können, das eingangs schon gesagt, den Paragraph 202 zu streichen. Angriffsprogramme soll man nicht nur mit einem rechtlichen Restrisiko benutzen können, sondern man sollte die Anwendung auch tatsächlich ermutigen. Das BSI sollte also stark und unabhängig aufgestellt werden, kompromisslose Meldepflichten für alle staatlichen Stellen. Denn IT-Sicherheit ist immer besser als Unsicherheit, weil beides immer für alle gilt. Und deswegen ist auch IT-Sicherheit das einzige übergeordnete Sicherheitsinteresse, von dem überhaupt die Rede werden kann, sein kann. Kurzer Bezug zu den Crypto-Wars. Hier hat sich ja dieser Ausspruch Sicherheit durch Verschlüsselung und Sicherheit trotz Verschlüsselung manifestiert, der genau die Janusköpfigkeit der inneren Sicherheit hier zeigt. Wurde jetzt auch international übersetzt. Auf EU-Ebene werden ja entsprechende Angriffe auf verschlüsselte Kommunikation auch geführt. Ich war vor Jahren hier in Ausschüssen als Sachverständiger zu E-Government-Gesetz und E-Justice-Gesetz. Da haben wir über die D-Mail diskutiert. Da habe ich das damals gesagt, bitte schafft ein kompromissloses System. Inzwischen stimmt mir Tim Höttges zu, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom, der D-Mail als toten Gaul bezeichnet, ein System, das kein Mensch jemals nutzt. Messenger, diese verschlüsselten Messenger, auf die jetzt alle eindreschen, das ist die erste unkomplizierte Kryptolösung, die KMU und Gesellschaft zur Verfügung stehen. Das ist Sicherheit durch Verschlüsselung. Punkt. Ohne Trotz. Der einzige Trotz kommt jetzt vom BMI, die alles versuchen dagegen zu tun. Wer in Deutschland ein sicheres E-Mail-System anbietet, wird am Ende vor Gericht dafür verurteilt und muss es aktiv schwächen, um den Ansprüchen der Strafverfolgungsbehörden gerecht zu werden. Kein Wunder, dass hier keine IT-Sicherheit entsteht. Ich will dir ein kleines Beispiel nennen aus den vergangenen Jahren, aus den vergangenen Monaten. Bei der Corona-Warn-App hatte die deutsche Bundesregierung einmal keine Zeit, zu viele Kompromisse zu machen und musste ein kompromisslos sicheres System bauen. Und statt sich jetzt einmal zu freuen und diesen Erfolg zu feiern, wird jetzt einfach noch, soll jetzt noch der Datenschutz daran schuld sein, dass die Impflogistik versemmelt wird und wir in halbherzigen Lockdowns hängen. Wer so über Probleme nachdenkt und immer nur eine weitere Schuldige sucht, auf die man irgendwie das eigene Versagen abstempeln kann, da wird einfach nichts entstehen. Und daher habe ich tatsächlich, das ist die Antwort auf die Frage, ich habe den Eindruck, Sie wollen es einfach nicht. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Die Frage oder Ihre Frage war spezifisch zur Situation von kleineren Unternehmen im Bereich der IT. Das ist ein Feld mit großer Dynamik und vor allem, wir haben jetzt sehr viel über Schwachstellen gesprochen, die müssen eben beseitigt werden. Das ist im Prinzip also eine Nachsorge an dem Produkt, was bei den Kundinnen sich dann befindet. Und hier in diese Nachsorge nicht zu investieren, bietet eigentlich einen Marktvorteil. Man kann das Produkt günstiger anbieten, weil man quasi diese Ewigkeitskosten nicht hat. Und ich denke, dass wir diesen Marktvorteil eliminieren müssen. Einerseits durch Haftung, ganz klar Haftung für Fahrlässigkeit und mangelnde Nachsorge an derartigen Produkten, die sich dann zum Sicherheitsrisiko für ihre Nutzerinnen und für die Bundesrepublik Deutschland entwickeln können. Und mir ist auch nicht ganz klar, wieso überhaupt IT-Produkte mit so großzügigen Haftungsfreistellungen verkauft werden können. Das ist mir eigentlich unklar, weil ich kein Produkt kenne, was so frei von jeder Haftung gehandelt werden kann, außer vielleicht illegalisierte Substanzen. Wir denken insofern an ein Mindesthaltbarkeitsdatum, das also die Herstellerin dazu zwingt, Produktmängel im Feld abzustellen. Ja, das ist der Vorteil von IT-Produkten, auch von IoT-Produkten. Ich kann das als unfertiges Produkt ausliefern. Ich kann diese Nachsorge vornehmen. Also sollten doch bitte auch die Herstellerinnen verpflichtet sein, das zu tun. Warum sollten sie verpflichtet sein? Denn nur wenn diese Anforderungen für alle gelten, ist es kein Marktvorteil mehr, gegen sie zu verstoßen. Und das geht eben nicht anders als durch Zwang und das eben zu einer Markteintrittsvoraussetzung zu machen. Mit IoT geht das Drama einfach nur weiter. Ja, wir haben jetzt auch noch einfach nur noch viel mehr IT-Systeme in den Netzen hängen. Und es endet natürlich auch nicht, wenn nun leider viele Unternehmen in die Cloud wandern, wo natürlich auch Sicherheitsanforderungen entsprechend geboten werden.
sichere Authentifizierung. Das Ende der Passwörter zum Beispiel könnte das BSI aktiv vorantreiben. Ich bin mir auch sicher, dass es da Initiativen zu gibt. Demgegenüber ist so ein freiwilliges IT-Sicherheitskennzeichen, das ist total schön. Ich bin mir auch sicher, es wird total gut aussehen, aber es wird eben diesen messbaren Effekt nicht haben. Denn die höheren Preise, die jetzt für so ein schön bemaltes Produkt gehen, die muss sich ja immer noch rechtfertigen. Es wird immer noch Menschen geben, die dann eben die Sachen günstiger kaufen. Und die Produkte werden eben nicht nur zum Risiko für sich selber, sondern eben auch zum Risiko für Personen, die sie nicht betreiben, wenn sie jetzt also zum Beispiel in Botnetzen zusammengeschlossen sind. Abschließend will ich noch ganz kurz eine inhaltliche Korrektur zu Herrn Schallbruch machen. Das IT-Sicherheitskonzept des Staatstrojaners hat der CCC geprüft, als wir ihn endlich in den Fingern hatten und konnten dann eben feststellen, dass er mit den rechtlichen Vorgaben und dem Grundgesetz nicht in Einklang zu bringen war. Und ich denke, genau dieses Beispiel zeigt, dass sich Schadsoftwareentwicklung einfach vor dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik nicht ziemt. Und das ist genau der zweifelhafte Auftrag, der so viel Vertrauen kostet. Was die Unabhängigkeit angeht, war ich jetzt überrascht, weil ich zumindest die Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit als unabhängige und eigenständige oberste Bundesbehörde kenne. So ungefähr würde ich mir das für das BSI auch vorstellen. Vielen Dank.